Im Rahmen des Wettbewerbs Vordenker für Bremen wurde das Projekt Umwelt kooperativ erleben mit dem Schulzentrum Geschwister Scholl und der Schule am Lehrmarkt ausgezeichnet. Wir beschäftigen uns mit der Analyse und dem Anbau von Tomaten. Wir ziehen mit unterschiedlichen Düngern die Pflanzen an und analysieren anschließend den Vitamingehalt, die Spurenelemente. Wir untersuchen den Dünger, die Zusammensetzung des Düngers. Das Ganze machen wir in 7 Teilprojekten. Die Verbindung der Schüler erfolgt auch über gemeinsame Exkursionen, also der etwas kleineren, der 5. bis 8. Klasse, besuchen zum Beispiel einen ökologischen Gemüseanbau. Die größeren aus der Oberstufe besuchen eine Fischanzuchtsfarm im oldenburgischen Raum. Und so kommen die Schüler schon in ganz spielerisch, aber auch Forscher, als kleine Jungforscher zusammen und arbeiten in diesen Projekten Hand in Hand. Also wir haben halt verschiedene Dünger getestet nach ihren Kaliumgehalt, Phosphor und Stickstoff. Und das haben wir an halt Schnelltester gemacht, indem wir halt die Dünger filtriert haben und die dann halt je nachdem mit ihren zugehörigen Schnelltestern, also mit den Testen, ausgewertet. Also das ist halt mal was anderes, so raus aus dem normalen Unterricht halt. Dann kann man so Sachen machen, die man zum Beispiel so nie erlebt hätte und ja, dann irgendwie auch seine Erlebniswelt mehr erweitern und neue Leute halt dadurch kennenlernen, die dann einen helfen und seine Blickwelt halt erweitern. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich habe mich schon öfters so für Naturwissenschaften interessiert. Da ich wollte eigentlich auch ins Lloyd zu den Naturwissenschaften-Klassen, weil ich irgendwas eben sehr spannend finde. Da habe ich mich natürlich super gefreut, als sie dann gesagt hat, ob wir jetzt bei dem Experiment mitmachen. Ich erlebe, dass die Schüler weniger Angst haben vor dem Schulübergang, ganz eindeutig. Sie kommen sehr, sehr früh in Kontakt einfach mit älteren Schülern an der Oberstufe. Und oft haben sie Angst, wenn sie von hier rüber gehen, sagen, ach Mensch, wir kommen hier aus Lehe und das ist nichts für uns, das ist nicht unsere Welt. Und dadurch, dass wir diesen Kontakt geschaffen haben und diese Kooperation, gehen sie dort rüber. Sie fühlen sich gar nicht als neue Schüler dort, sondern schon als Teil der Schollschule. Und für sie ist das gar nicht ein Schulwechsel, sondern einfach die Weiterführung dessen, was sie kennen. Wir haben schon mehrere Projekte in dieser Richtung geführt. Vor allem haben wir ein großes EU-Projekt durchgeführt und haben da den Fischanzucht praktisch begleitet und untersucht, also die Aquakultur. Und da sind uns viele Fragen gekommen, was wir mit dem Dünger, der hinten die Fischgülle sozusagen, was aus dem Abfall überbleibt, wie man das in Wert setzen kann. Und das hat dann den Ansporn gegeben, wie man den einsetzen kann für als Dünger für Tomaten oder eben auch ein anderes Projekt, was auch zu diesen 7 Teilprojekten zählt, ist, dass wir das als Biogasanlage, als Substrat für Biogasanlagen verwenden wollen und dann gucken können, ob wir so eine Biogasanlage völlig nur mit Fischgülle betreiben könnten.